Schön wäre es, wenn ich heute unter 3 Minuten 50 bleiben würde. Das habe ich bisher nur einmal geschafft. Letztes Jahr bin ich hier 3,52 gelaufen. Und ja, dadurch, dass ich halt immer noch aus dem Grundlagentraining herauskomme und erst jetzt wieder anfange, schnellere Einheiten zu machen, ist das so ein bisschen ein kleines Überraschungspaket heute. Heute war geiler Lauf, am Ende 3,48 und dritter Platz. In der letzten Runde konnte ich noch mal so ein bisschen mobilisieren. Das hat mich dann auch aufs Podium gebracht und von daher gucke ich jetzt positiv nach vorne.